Servus, Leute. Ich wollte bloß kurz vorbeikommen. Hallo. Du! Deinetwegen fürchten meine Jungs die Schatten. Ich werde ihnen deinen Kopf überreichen und ihnen zeigen, dass du nur eine Made bist. Ab. Oh shit. Mal kurz hier raus. Ab, ab. Geh ich halt hier rein. Und helf der Rekrutierung. Patronen nötigen andere Irrigung vorüberzutreten. Ist der Hauptmann Erfolg erlangt. Er macht Hilfe, einen Versuch gefolgt zu rekrutieren und stärker seine Streitkräfte. Bei der Rekrutierung? Kann ich bei der Rekrutierung helfen? Vielleicht ist mir ein anderer Versuch zu stören. Und wir schlagen ein paar Köpfe ein. Dir folgen? Du bist erbärmlich. Der Dunkelheit dich auszulöschen. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das helfen soll. Ich will nicht dahin! Ich will hier runter! Mann! Wen habe ich denn jetzt hier? Toast der Höhlen genommen. Den Toast der Höhen genommen. Kampfverschlüsse sofort getötet werden. Ich muss zu denen durchkommen. Au, oh, fuck. Au, 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 au. Nicht wieder so eine Scheiße. Jawohl, jetzt ist der tot. Habe ich damit die Rekrutierung gewonnen?
Wow. Der Verbündeten den trifft. Armselige Made, diesmal entkommst du meinem Zorn nicht nochmal. Brauche ich mal Lebensenergie. Dringend. Er wurde verhext. Töte die. Du es schon wieder? Tod! Gib deinen Verstand auf! Dankeschön. So, jetzt haben wir hier oben noch einen. Den haben wir gar nicht. Rasch der Mickrige. Zufrieden, drei Androgen in einem Kampf getötet zu haben. Brutale Bestie. Hätte ich nicht mal gewonnen? Drängt Urugesonder sich ihm anzuschließen. Ja, und? Ich hätte entweder sterben können oder ich schneide sie alle nieder. Toll. Das ist irgendwie nie so gewinnbar, muss ich mal so feststellen. Rekrutierung gelöst, aber da wäre mein Typ gestorben. Das ist irgendwie nicht so geil. Wie viele Leute muss ich denn da durchschnetzeln? Sind meine zwei Leibwäsche, die ich schon hatte, gestorben. Yay. Nun, zumindest habe ich die Leibwäsche gekillt von dem Typen. Aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Nee, Rekrutierung mache ich bestimmt hier nochmal. Oh, den Typen musste ich mal töten. Wir werden dich zerfetzen! Kurz weg. So. Nee, nicht da. Wo kann ich denn dahin? Kann ich schnell reisen? Hinrichtung ist verfügbar. Ich frage, ob ich ihn davor sicher warnen muss oder ob ich ihm helfen muss bei der Hinrichtung. Irgendjemand muss die Artefakte ausgraben. Der dunkle Herrscher will sein Eigentum. Ihm ist es egal, wer es anfasst, solange er es zurückerhält. Ob ich ihn meine Dolchrune liegen lassen? Ach, da oben jetzt bei der Aktion gerade. Wieso super? Ja, das sind irgendwelche Sümpfe. Ekelhaft.
Was war das? Hab's dir bloß eingebildet. Was ist das denn hier? Ist irgendeine Karagor-Mission? Zumindest ist da ein goldenes Symbol, aber von Karagor. Und zack. Das ist unsere Chance. Wo ich immer hier endlich alle habe. Hier sind nämlich noch zwei von den Blumen hoch. Memories Mercy of Eregion. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Ich will jetzt nicht, dass die Pflanzen wechseln, ne. So, ich kann von hier oben drauf springen. Oh shit. Denn hier ist ruhig. Türme erstmal. So, was ist das denn hier? Mächtige Gebäude des behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte. Ah, so. Das war das. Das Heilmittel, nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Lita deine Hilfe, um das Elixier zu finden, ihre Mutter zu heilen. Ich glaube, das ist mal so eine Zwergenaufgabe. Den fand ich ganz lustig, den Zwerg. Servus, Leute. Was war das für ein Geräusch? So, treffen wir nochmal den Zwerg. Die Zwergbubble ist, wo sie weiter in der Plumbus Vergangenheit befinden. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Waldläufer? Talion. Was warst du, ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit! Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge
Folge mir. Der ist ja lustig drauf. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Vargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht. Die Grundlage der Jagd ist das Verfolgen. Aber im Moment schaffst du es nicht mal, mir zu folgen. Als ich Vargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Ha, unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jung. Waldläufer, hier rüber! Bin nur da. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Das Fähigkeit lernt, einen Sprungangriff eines Karagors zu kontern, um die Bestie damit zu betäuben. Nutze RB, um betäubte Karagor zu besteigen. Okay, cool. Beherrsch den Karagor. Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Was jetzt? Spring auf und wage einen Ausweg. Meins. Oh, der hat ja einen fetten Karagor. Oh, der fährt aus. Alter Schwede. Der macht's aber irgendwie anders. So lange brauche ich auch, um eine zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Huch, mach mal weiter. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Was denkst du? Ja, der Zwerg, der auf einer Bestie reitet. Was für ein Spaß! Ich wette, ich erwische mehr als du, mein Freund. Ja. Wirf sie nieder! Und tue mit dem Bestie kann nützlich sein. 7-3. Lange in Norm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Ich hörte, dass der Waldläufer sich am liebsten leise... Da kannst du eine Karagor reiten, aber kannst du dabei auch schießen? Kümmere dich um die da oben! Die Orks am Boden mir! Die Welt war gut! Tötet den Karagor! Das Feuer nicht meinen Bart. Das nenne ich einen Drachenatem. Halt!
Eins. Beherrscht die Grundlage. Suchen wir uns neue Beute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Ah, gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graug begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen, schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Der Karako sieht viel geiler aus von ihm. Wer glaubst du, wird in einem zweiten Orks auf der Jagd? Jetzt. So, jetzt wo ich keine Dinge mehr hab. Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Reichweite und Torben ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Das ist der Reiz der Jagd. Damit du es weißt, ich hatte ihn. Was hat der Ritt auf einem Karagor mit einem Graug zu tun? All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torven. Pass genau auf und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graug zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht wird er dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Cool. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Steve ist wieder gestorben. Machen wir doch mal direkt den nächsten hier. Torben wird dir noch viel mehr über die besten Jagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Graug zu stellen. Meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher. Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Ja. Der mächtige Graug hat mir die hier verpasst.
Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Halte es, Jungs, an seinen Urmengen Grog heranzuschleuchen und drücke X, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt ihm massiv Schaden zu und lockt Cargo an. Okay. Shit! Shit, shit, shit. Wiederholen. Man muss hier eine Wiederholung bei allen Nebenaufträgen sonst nicht. Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet. Bleib, wo du bist, vorwärts! Leck das Biest nieder! Schritt, Jungchen! Das Blut lockt Karagor an! Spring auf, bevor sie auf dich springen! Du bist nur so schnell wie der Grau! Lass dich von ihm jagen! Ich erwarte dich! Das wird vielleicht ein Ritt. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Ich lege ihn mit meiner charmanten Kraft ab und du, Jungchen, schießt ihm in den Kopf. Das klingt recht einfach. Aufsetzen, Jungchen! Ich habe schon größere Grauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Partner ist schon. Schritt 3. Schieß ihm in den Kopf. Ein verwirrter Grauk voll auf den Anschuss in den Kopf, um ihn zu betäuben. Doch, Quatsch schon. Das ist Schritt 4. Es gibt keinen Fehler. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbst an dich.